Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my head. I'm driving down the highway, gonna do this my way, I can feel it in the air. Here I go! Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Montag. Heute ging erst der Vlog online, weil ich es am Wochenende nicht geschafft habe. Vor lauter Job. Ich war 11 Stunden auf der Arbeit und habe es dann vom Schneiden und Hochladen einfach nicht mehr geschafft. Aber ihr habt nachher dann am Montag gesehen. Tja, der heutige Montag und die heutige Woche ist nicht ganz so schön losgegangen, denn wir haben uns von unserem langjährigen treuen Begleiter, unserem Hofhund, verabschieden müssen. Wir haben ihn heute erlöst, denn sein Zustand ist schon länger nicht mehr der beste und das hat sich jetzt dramatisch verschlechtert und verschlimmert. Also haben wir ihm die Gnadenspritze zukommen lassen und sind der Meinung, dass das so das Beste war, um ihn nicht unnötig zu quälen. Jo, das war heute kein so schöner Tag. Es steckt mir jetzt einfach weg. Es ist schon ein schwerer Schlag in die Magengrube, aber was soll's, so ist das Leben, ne? Und es liegt ja immer Freud und Leid eng beieinander. Deswegen jetzt noch was Erfreuliches. Gestern hatten wir von unserer Schneewittchen, eine unserer Mutterkühe, diesmal die Erstkalbung, ein Kalb. Da wollte ich jetzt mal runtergucken und gucken, was es ist. Und dann auch gleich hier die Ohrmalken setzen. Die habe ich auch gleich dabei. Das packen wir mal alles mit ins Weidemobil. Sohnemann und Frau wollen auch noch mit, denn die sind neugierig. Was ich verstehen kann, bin ich ja auch. Und dann gucken wir mal, ob wir das Tier jetzt gleich zu uns herkriegen und die Ohrmarken setzen können. Ansonsten probieren wir es morgen. Und dann fahren wir nochmal zu den Fersen runter, denn die brauchen wieder Nachschub an Futter in die Raufe. Jo, ich war wieder schneller als mein eigener Schatten. Ohrmarken sind drin. Es ist ein weibliches Tier, also eine kleine Dame. Schneewittchen heißt die Mutter. Also brauchen wir was mit S. Respektive SCH. Also, in die Kommentare die Namensvorschläge. Mutter ist Schneewittchen, kleines Kalb, weiblich. Und das erste Kalb dieses Jahr, das nicht schwarz ist. Es ist braun. Und wir freuen uns doch über alle Farben, ist doch egal. Ja, ich mache dann später nochmal Aufnahmen davon. Aller spätestens dann morgen. Mal gucken, wie ich es schaffe. Und jetzt fahren wir einfach nochmal einmal kurz einen Heuballen zu den Jungtieren runter. Denn da steht gar nichts mehr auf der Weide. Da machen wir jetzt schon Vollfütterung. Heute steht auf dem Speiseplan frisches Heu. Erster Schnitt aus Bullendorf. Klingt doch lecker. Schaut gut aus. Guten Appetit, meine Damen. Einen wunderschönen guten Morgen. Servus. Es ist heute Dienstag. Ich bin früh am Morgen unterwegs zu einem Dorfladen, Regionalladen. Denn die bevorstehenden Verkäufe von Wurst und Fleischwaren bei uns erfordern auch wieder eine Neuaufnahme der Bestellungen. Da fahre ich dann persönlich vorbei, um mir dann die Bestellung geben zu lassen. Auch für euch gilt, es ist wieder soweit. Und zwar in der 1. Novemberwoche, das heißt 2. November, Dienstag. Wir verschicken wieder bundesweit. Ihr könnt im Onlineshop bestellen, solange der Vorrat reicht. Ja, wir verschicken Montag bis Donnerstag, also kann sein, dass eure Bestellung vielleicht mal etwas länger dauert, wenn ihr am Donnerstag oder Freitag, Samstag, Sonntag eure Bestellung aufgebt, aber es kommt dann, wenn es verschickt wird, 24 Stunden später bei euch per Express an. Unsere Salami wird dann die Woche drauf kommen, das heißt 2. Novemberwoche. In der 3. Novemberwoche haben wir wieder Fleisch. Da ist dann die 2. Schlachtung zum Verkauf. Und in der 4. Novemberwoche gibt es dann wieder Salami. Also, der November ist voll. Ihr könnt euch nach Herzenslust eindecken, denn die kalte Jahreszeit steht bevor. Und auch Weihnachten ist nicht mehr weit weg. Also vielleicht auch schon mal mit Hinblick auf Weihnachten schon mal was bestellen. Denn das werden die letzten Verkäufe für dieses Jahr sein. Wie es dann nächstes Jahr ausschaut, ist schwierig zu sagen. Da haben wir noch nichts in Planung.
aber für dieses Jahr definitiv die letzten. So, jetzt ein bisschen Maschinen einbinden. Gerade nochmal das Mähwerk abgeschmiert und jetzt wird's eingesprüht. Da habe ich so ein Farbsprühsystem. Da habe ich nur einen Becher, den ich nur für Öl verwende. Und damit wir da keine umweltschädlichen Einflüsse haben, nehmen wir ganz einfach Sonnenblumenöl. Billig, einfach, umweltverträglich. Alles schön eindieseln und dann ist es schön bis zum nächsten Frühjahr. Tja, das Mähwerk steht immer noch zum Verkauf. Also wie man sieht, es wird gut gewartet und gepflegt. Und wer das dann haben möchte, eBay Kleinanzeigen macht es möglich. Da steht es drinnen. Schaut es euch an. Einwandfrei. Ich tue das Ding jetzt ein bisschen einnebeln. Schaut, dass ich euch da mal ein bisschen daneben hinstelle. Was sieht man sowas? Sieht man sowas? Ja, so sieht man sowas, ne? Ja, sieht man. Das Öl hatte ich jetzt drinnen, das Sonnenblumenöl, damit es einigermaßen Raumtemperatur hat. Ich hatte es sogar noch mal auf der Heizung stehen, damit es schön warm ist, dass die Viskosität besser ist, dass es besser sich sprühen lässt. Weil sonst ist es zu zäh und verklebt man wahrscheinlich bloß die Sprühpistole. Schauen wir mal, ob das funktioniert, wie man das vorstellt. Ah! Noch einmal Freude, nicht so. Besser als ich gedacht habe. Das Kabel ist ein wenig kurz. Also da wäre hier mit Akku. Feine Geschichte, aber es geht so auch. Hey. Und es riecht lecker. Nach Pommes. Also. Über der Sicht. Feine Geschichte. Hat jetzt überall einen schönen dünnen Ölfilm drauf. Ist jetzt super konserviert für den Winter. Und es riecht lecker. Funktioniert besser, als ich gedacht habe. Hier so ohne Stecker wäre natürlich noch besser, klar. Aber braucht es nicht. Funktioniert doch. Passt. So, jetzt machen wir noch den Anhängebock. Und dann ist das alles schön gleichmäßig. Früher, die alten Bauern haben es mit alten Diesel eingesprüht, ne? Jetzt sind groß an die Umwelt. Aber hier, ne? Sonnenblumenöl. Nur das Beste für die Maschine. Mensch, das funktioniert ja mega cool. Und schon ist fertig. Jo. Und? Läuft. Gut. Da können wir das Mähwerk wegstellen. Gut, vielleicht soll ich die Ausstoßmenge ein bisschen runter reduzieren. Das Ding ist jetzt quasi einwandfrei mariniert. Ja, nee, cool, passt. Wir stellen jetzt mal weg. Mal wieder Tierchen umsetzen und zwar geht die Mutterkuhherde jetzt rüber auf die Winterweide. Dort kommt heute Nachmittag, also jetzt dann, noch der Kollege, der mir mit seinem Frontmähwerk und seinem Ladewagen noch eine Fläche abgemäht hat. Und die verfüttern wir dann grün hinten auf der Fläche und deswegen lassen wir sie jetzt alle mal rüber. Wir gucken mal, dass alle da sind. Unser neues Kälbchen ist auch da. Komm, 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 komm. So, kommt ihr auch davor. Hallo. Hopp ab.
Hola, hopp. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hopp. Ah, nee, jetzt ist der Kleine raus. Der kleine Scheißkopf da. Aber der geht, glaube ich, zurück. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Das ist ja, genau, da ist er ja. Die haben wir gestern geohrmeigt, ne? Die lassen wir jetzt mal da rein. Dass die mit der Mutti da rübergehen kann. So. Hopp, hopp. Super, gehst mit zur Mutti. Und was ich noch vergessen habe im letzten Vlog zu erwähnen, war unser schwarzes, männliches mit C haben wir Charlie getauft. Also danke für alle Namensvorschläge. So, jetzt kommt die letzte noch. Na hopp, geh rüber, hopp. So, jetzt sind alle drüben. Warte, ein Heckmeck hier. Ich stelle mich mal kurz auf die Seite. Denn ich brauche bald den jetzt zum Tor schließen. So, Mutti ist jetzt auf der einen Seite. Die Kleine steht auf der anderen Seite. Ja, wird schon irgendwie werden. Ein riesen Tumult immer. Aber die Kälber gehen wunderbar mit rüber. Das soll's sein. Die Rollen werde ich jetzt dann auch langsam abbauen. Die brauche ich nämlich oben. Ja. Da bin ich noch am überlegen, ob ich da nicht noch was anderes baue. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. So, da oben sind die halbstarken Bullen. Die schwarten sich durch die Gegend. Einfach weil sie Bock drauf haben. So sind sie, die halbstarken. Jo, wo wir stehen geblieben. Genau, die werden jetzt da drüben erstmal zugefüttert. Ich habe heute oben noch den Auslauf fertig gemacht, sodass wir von der Winterweide aus an die Raufen ran können. Und dann, sehen Sie mal. Und da wart ihr weg. Da war er weg, ne? Zum Glück nicht in die Kacke. Ich baue noch schnell die Tränke um. Das heißt, oben den Schlauchwagen packen. Und dann gehen wir noch ein paar Tage so in die Zufütterung. Das grüne Zeug verfüttere ich dann im Frontlader über den Zaun drüber. Und dann können sie hoch. Und dann gibt es hier Konservenfutter in der Raufe. Oben am Hof, auf der befestigten Fläche. So, jetzt kaum war ich mit dem Wasser fertig. Ist auch schon der Kollege gekommen, also Kollege und Nachbar, der uns jetzt von einer unserer hoffernen Flächen einen Ladewagen voll Grünfutter mitgebracht hat. Da fahren wir jetzt mal hin. Ich habe die kleine alte Mistgabel dran. Das reicht, um ein bisschen was über den Zaun zu schmeißen. So, dass die Herrschaften was zu beißen haben. Dann werden wir schauen, dass wir die Woche noch so mit Grünfutter bestreiten können. Und dann fangen wir mit der Konserve an. Jetzt ist noch so ein Ross, ne?
Servus, heute ist... Was haben wir heute? Mittwoch. Ich fütter gerade wieder. Also eigentlich das Problem ist, wenn es frisch hergeschmissen wird, fangen sie erstmal an, das Futter durch die Gegend zu werfen. Und natürlich dann auch auf den Zaun. Und auf den Zaun finde ich halt jetzt weniger geil. Weil der Mist dann quasi den Zaun runterdrückt und die Herrschaften rausmarschieren können. Aber ich hoffe, dass das so passt. Scheinbar ja. Gibt ein wenig Sauerei und Aufregung und Spielzeug ist auch gleichzeitig noch. Ja, muss man halt immer wieder unterm Zaun ein bisschen durchschubsen. Ne? Spätestens morgen ist es ja wieder wegfressender. Und dann kann man halt mal mit der Gabel durchgehen und das wieder neispießen. Das ist ja kein Stress. Ja, völlig in Ordnung. Da haben wir noch so eine Brücke quasi. Das darf nicht sein. Kann es mir da auch einfach machen und den Zaun einfach ein Stück weit rausversetzen da, der Stelle zack. Ja, komm mal drüber, bevor es Blech reißt. Eieiei. Einfach außen rumgehen, rüberkommen. Schnallt er nicht, ne? Naja. Na, Hugo, schmeckt, oder? Dann versetzen wir auch noch ein Stück nach außen. Dann ist er nicht so nah am Futter. Und dann passt die Geschichte. Ja, auch den Jüngsten schmeckt's. Ganz gut, ne? Und vor allem viel einfacher und bequemer, als sich selber was suchen zu müssen. Ja, ich denke, das ist jetzt die ideale Lösung. So haben wir die Fläche noch sinnvoll verwendet. Denn zu pressen hat das Wetter nicht mehr gepasst. Und wäre auch so schade gewesen, weil der Aufwuchs jetzt echt nicht mehr so geil ist. Und da schmeißen wir ihnen das hin. Die können sich da raussuchen, was sie gebrauchen können. Den Rest fahren wir ab und kompostieren sie. Völlig egal. Und ja, wie man schon sieht, man hat da riesig Spaß drin, auch noch zu wühlen. Auch den Kälbern macht Spaß. Passt soweit. So. Das ist das Einzige, was heute wegen passiert. Morgen gibt es wieder ein bisschen mehr Action. Morgen bin ich daheim am Hof. Schauen wir mal, was wir da schönes zaubern. Und ja. Ich habe euch ja versprochen, es gibt demnächst nochmal ein Spezial, ein Spezialstream oder irgendwo in der Richtung. Ja, es ist da momentan ein großer, dicker, lila Elefant im Raum und keiner spricht ihn an. Und so bin ich ja schon gefragt worden, warum ich Mähwerk verkaufen möchte, warum ich die Schleppe hergegeben habe. Darüber möchte ich euch mal aufklären. Es gibt also Pläne, die sich schwieriger gestalten, als wir gedacht haben, noch nicht spruchreif sind. Deswegen wollte ich eigentlich noch nichts erzählen. Geht um den Betrieb, wie wir sich denken haben. Und ich erzähle es euch, wenn es dann soweit ist. Also ja, ihr könnt ja mutmaßen. Viele haben auch schon richtig gemutmaßt, was denn da so kommt. Aber bis jetzt ist wie noch nicht, wie gesagt, noch nicht spruchreif. Das ist alles ein irre riesiges Projekt. Und dazu sage ich dann, wenn es wirklich sicher ist, mal ein paar Worte und dann können wir auch Frage-Antwort-Stream machen. Und da können wir dann drauf loslöchern. Und ich stehe Frage und Rede und Antwort bezüglich des Projekts. Gott, das ist aber so nur am Rande. Neue Kälber haben wir nicht, also zwei müssten noch fehlen, außer die sind leer geblieben. Wir haben jetzt mit dem Tierarzt keine Untersuchung durchgeführt. Unsere Ellie, die steht da vorne, aber die ist definitiv tragend. Irgendwas hat der Hugo diesen Sommer anders gemacht. Also in dem Winter. Irgendwie hat er mal eine Zeit lang keinen Bock gehabt oder irgendwie sowas, denn die sind so weit auseinander. Und sehr viel verspäteter als gedacht. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Aber hat ja funktioniert. Alle Kälber, toll. Und wie gesagt, bei Schneewittchen, weiblich, suchen wir noch den passenden Namen. Die hämmer da unten mal in die Kommentare. Und dann suchen wir uns wieder den schönsten aus. Denn dieses Jahr hatten wir schon, was hat man? Camilla, Amelie, was war noch männlich? Den Charles, nee, Charlie. Und, wir haben noch mehr lecker. Cappuccino weiblich, Anamel weiblich, wer hat uns einen kleinen Bullen beschert? Ja, die Fiona.
Das war dann der Ferdinand, genau. Seltsamerweise beieinander. Recht viel mehr hat sie sich ja nicht gegeben, aber ja, bis jetzt alles super. Toll entwickelt, tolle Müttergüte, super lieb, super fürsorglich. Alles richtig gemacht und lassen die auch ins Kalb ran. Perfekt, so soll es sein. Jo, wieder ein kleiner Laberflash vom Auer. Wir sehen uns morgen. Servus, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag. Ich fahre jetzt zum Schlachter und hole das Fleisch für den Onlineshop ab. Angenehm ist jetzt im Herbst natürlich mit den Temperaturen. Da muss man nicht so viel Kühlung einpacken. Da reichen die normalen ISO-Boxen und fertig ist. Also spitze. Noch dazu haben wir schönes Wetter. Das heißt, wir können trocken ins Auto verladen. Also es ist recht angenehm. Jetzt holen wir da erst einmal das Fleisch. Und in der nächsten, beziehungsweise ich denke eher in der übernächsten Woche, dürften die Salami die ersten fertig sein. Es gibt dann Anfang Dezember nochmal zweite Charge Salami. Es wird wahrscheinlich wieder geben Klassik und Chili Knoblauch. Das Ganze ist auch über unseren Webshop zu bestellen. Da habt ihr unten den Link in der Beschreibung. Und am 2.11. geht's schon mal mit Frischfleisch los. Da gibt's Steaks, Braten, Gulasch, Hackfleisch. Beziehungsweise Hackfleisch, schwierig. Das Hackfleisch verschicken wir nicht, weil es tiefgekühlt ist. Also unser Burgerhack geht dann nur an Salzhoferpolung. Und ja, es liegt einfach daran, dass wir bei der Abholung, also heute, das Hackfleisch schockfrosten und ich nicht die Qualität gemindert haben möchte, beziehungsweise Hackfleisch ja leicht verderbliche Ware ist. Und da ist es schwierig mit dem Versenden und die Verpackung und der Versand würde nochmal Vielfaches mehr kosten. Deswegen gibt es bei uns nur gekühlte Ware im Versand und die Salami ist logischerweise ungekühlt dann, wenn die da sind. Und unser Hackfleisch an der Hofabholung, sehr gerne. Burgerhack ist immer in der Tiefkühltruhe, also spitze. Kann losgehen. Jo, dann fahre ich los. Ich schalte euch dann da gleich wieder ein. Oder auch nicht. Mal schauen. Wenn da mehrere Abholer sind, wird es wohl eher schwierig. Man darf ja nicht immer jeden einfach mitfilmen. Ich möchte es ja auch nicht. Das verstehe ich. Aber das werde ich dann gleich spontan sehen. Bitte Sie ihr, werdet es jetzt dann auch gleich sehen. Jo, machen wir unsere Zauberkiste auf hier. Also hier sind schon mal im Stehkühlschrank jede Menge Stehkwaren. Und warten drauf, dass ihr ab Dienstag im Onlineshop bestellt. So, mal wieder schnell das Jungvieh füttern. Da gibt es ein Ballen Heu runter. Dann schauen wir, dass wir reinkommen, ohne dass die rausgehen. So. Also noch bleiben sie ja hinten stehen. Ich muss bloß immer schauen, dass ich da reinkomme und gleich wieder zumache. Aber ich denke, jetzt kommen sie erst mal angaloppiert. Jo, jetzt dürften sie erst mal kommen. Genau. Dann lasse ich sie da rein, kann ich es gerade zumachen, also auch alles schick. Inzwischen schaut sie halt aus wie Sarajevo 93, ne? Krass. Also ein bisschen weicher Boden so ausmacht, ne? Aber tun wir gleich mal so Sachen weg wie hier den Stein, der war als Stopper fürs Wasser fast gedacht. Der war eingewachsen. Dass der nächste nicht irgendwo im Mähweg landet. Tun wir mal da auf die Seite. Gut. Da ist er sicher. So, kommt ihr jetzt oder kommt ihr nicht? Komm. Genau, jetzt haben wir kapiert, dass es was gibt, ne? Und die werden wir jetzt zumachen, weil da haben wir mehr Trittschaden als sonst was auf der Fläche. Und dann machen wir bloß da drüben noch auf. Und da ist halt auch schon ziemlich Land unter, ne? Aber was willst du machen? Man müsste da riesige Platten betonieren, dann wird es gehen. Dann könnte man da einwandfrei einen Futterplatz daraus bauen. Aber wie ich ja schon erwähnt habe und angesprochen habe, wir haben ja noch ein paar Pläne. Rentiert sich wahrscheinlich gar nicht, hier einen Futterplatz zu betonieren. So, hier geht's mal unten rein. Ach, was soll's, wir gehen jetzt einfach rein. Wir fahren jetzt einfach rein.
Jetzt, wenn ich mit dem Bulldog losfahre, komme ich wahrscheinlich drin, ne? Aber ist wie es ist. Kannst du nicht ändern. Deswegen fahren wir jetzt einfach rein. Ich habe jetzt auch keine Zeit, mich da 2 Stunden hinzustellen. Bis die Herrschaften meinen, sie müssen jetzt auf die andere Seite gehen und mich da reinlassen. Wir machen es einfach mal so. Ne? Schick, schick. Und da fahren wir jetzt einfach mal rein. Ratzfatz. Action Jackson. Oh, easy, ne? Jetzt machen wir da wieder auf. Dann können die Herrschaften da dann zum Fressen rein. Und wie gesagt, wenn dann da auf das bewaldete Stück jetzt die Winterweide von denen verlegt wird, dann kommt es da ja auch nicht mehr drauf zusammen, dass wir da die ganze Zeit auf und zu machen. Und jetzt servieren wir ihnen einfach mal. Dazu geht er vorne mal mit einem Frontlader. Ja, für uns ist die kleine runde Raufe da, diese Blechraufe, bisher immer noch die beste. Denn dann muss ich keine Angst haben, dass irgendein Tier drin hängen bleibt. Und der Futterverlust ist jetzt auch marginal, also so groß ist es nicht. Das geht in Ordnung. Und lässt sich halt schön bestücken, ne? So, jetzt ist das Netz runter in den Spreis drück. So, was ist denn jetzt? Warum seid ihr so schüchtern? Geht für was zu essen? Da kann Bock drauf, ne? Naja, dann fahren wir wieder raus.
So, so. Das sollte reichen. Denn den Rest trampeln sie bloß kaputt und fressen nicht. Und die da üben müssen halt schnallen, dass sie einmal außen rum müssen. So. Aber so groß kann der Hunger dann noch nicht sein, wenn man das nicht rafft. Ne? Also, Mahlzeit, meine Freunde. Morgen gibt's wieder was. Das machen wir jetzt so. Dann haben wir bis, ja, ich denke Ende nächste Woche. Ne, so weit nicht mehr. Was haben wir jetzt? Heute haben wir Samstag. Also ich denke bis Dienstag. Bis Dienstag sind wir da noch gut bedient. Und dann gibt's Konservenfutter, also unsere Silage, die wir da gemacht haben. Wenn sich jemand fragt, warum wir das da reinschmeißen, ist das so hohe Futterverlust, das nehmen wir in Kauf, denn das war überständigstes Gras, das wir einfach nicht mehr gemäht haben und auch von der Zeit her nicht mehr geschafft haben zu pressen. Und ja, so kommt es wenigstens noch einen größten Teil einer Verwertung zu und die Fläche ist sauber abgeräumt. Also passt doch wunderbar. Und wie es so ausschaut, scheint es wohl auch noch zu schmecken. Und jetzt nach ein, zwei Tagen so ein bisschen anwelken, schmeckt es wohl noch besser. Also optimal. Gut. Jetzt wird heute nicht mehr viel passieren. Heute ist noch ein bisschen Familie angesagt. Und wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder. Ich sage ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen beim Video. Wenn es euch getaugt hat, ihr wisst ja, der Daumen, der Abo, das ist alles gern gesehen. Aber kein Muss. Und wir sehen uns dann in alter Frische beim nächsten Vlog. Nächste Woche wieder. Bis dahin. Servus und Ade.